es ist klar, dass da Fehler passieren und die Fehler müssen wir einfach schnell abhaken und dann uns weiter fokussieren auf den nächsten Angriff. Und wir haben halt auch junge Spielerinnen, die jetzt bei der A-Nationalmannschaft ihr erstes großes Turnier spielen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man als erfahrene Spielerin denen natürlich auch irgendwo den Rücken stärkt und sagt, dass sie das toll gerade machen und dass das alles, dass wir an sie glauben. Und das ist das auch, was unsere Mannschaft gerade wirklich lebt. Wir haben eine super Abwehr gestellt mit einer überragenden Kara Woltering hinten drin. Und das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Was Clara bisher hier abgeliefert hat, ist wirklich aller Ehren wert. Sie ist für mich die Beste bisher, die zumindest hier in Christianstadt am Start ist. Auf dem Bauernhof habe ich natürlich auch mit den Tieren zu tun und auch mit großen, schweren Tieren. Und das ist natürlich dann schon manchmal eine Herausforderung, sich gegen die zu stemmen und zu wehren. Ne? Also ja, oder mal so ein Hühnchen einzufangen, ist gar nicht so einfach. Das stellt man sich immer so einfach vor, aber die sind doch ganz schön schnell. Besonders was auch Teamfähigkeit anbelangt, das lernt man natürlich im Sport sehr gut und letztendlich ist das in der Familie natürlich auch ganz wichtig. Und wenn man Mitarbeiter hat, auch. Ja, und Niederlagen nach Niederlagen aufstehen, ne? Das denkt man immer nicht so, aber ich muss sagen, man muss auch im Beruf Niederlagen einstecken können. Und da bin ich natürlich ein totaler Kämpfer.